Herzlich willkommen zu diesem neuen Video vom Kanal. Heute, ja, mal wieder ein ganz kurzes Infovideo. Und zwar wird heute kein Livestream oder Video kommen. Also hofft da gar nicht drauf, dass ich euch zu spät schieben soll. Es ist einfach, ja, erstmal der Stress durch die Schule. Zweitens mal habe ich gerade ein bisschen Stress bei Minecraft halt. Also jetzt nicht kein Beef oder so, aber ja, ist halt einfach, ich bin gerade dabei für einen Freund von mir, Salatrennen, ich weiß nicht, ob den einer oder vielleicht auch kennt von euch, einen Modded-Server aufzusetzen. Und ja, der Server-Hoster schreibt mich gefühlt komplett ein. Also, er schreibt mich nicht ein, aber ich kann irgendwie nichts installieren. Ich habe schon .d probiert, .h.gz, weil Problem ist, für den Forge-Modded-Server braucht man ja Minecraft, muss man installieren, zumindest den Minecraft-Launcher, weil damit die benötigten Archive mit installiert werden. Normaler Server geht, also bei Forge Server Installation wird ein normaler Server installiert und einmal Minecraft. Da wird einmal ein Server installiert, ein normaler Vanilla und einmal ein Forge. Und der Vanilla Server startet auch und der Forge Server startet nicht. Und ich hatte schon mal das Problem, für Forge Server auf zum Laufen zu bringen, muss man Minecraft auf, also zumindest Minecraft Installer. Also nicht Installer, was glaube ich, Minecraft Launcher installiert haben. Und ja, ich weiß nicht genau, warum es nicht geht. Deswegen, wenn es einen von euch in der Community gibt, der sich damit auskennt, ich nehme eure Tipps gerne an. Denn danach werde ich mich, kümmere mich jetzt schon so ein bisschen drum. Und zwar für den Community-Server, den ich mir aufbauen werde. Das heißt, es wird auch bald regelmäßig Community-Projekte geben, zum Beispiel in Streams und sowas. Wir werden zusammen bauen, zusammen zocken. Ich habe vieles geplant, Survival-Projekte und all das. Und diesen ganzen Server einrichten und so, das ist halt das, wo ich gerade dran sitze. Kümmere mich jetzt erstmal gerade um den Modded-Server. Und danach wird dann der Plugin-Server installiert werden. In der Hoffnung, dass das dann besser geht. Ey, die sind beide auf mich gehen, ey. Und ja. Deswegen heute leider kein Video. Und auch kein Stream heute, weil ich das einfach nicht schaffe heute. Fuck. Aber deswegen, wie schon gesagt, heute. Alter, hör mal auf zu spammen. Ja. Also heute kein Video. Ich bin erstmal wirklich die Schule. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so früh aufzustehen. Ich bin komplett gestresst dadurch. Also heute kein Video bei Community Server, wenn ihr euch irgendwie damit gut auskennt, dann jeder Tipp hilft mir. Problem ist, ich habe den Server jetzt erstmal für 30 Tage und da will ich schon gescheit wissen, ja, wie es geht und so. Davon sind noch ca. 20 Tage übrig. Und ja. Gut, aber viel mehr wollte ich eigentlich auch nicht sagen. Ja, vielleicht das Einzige, was ich sagen muss, ist, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.